Guten Morgen, Leute. Heute steht alles auf dem Plan. Laufen, schwimmen, Radfahren. Zwar in anderer Reihenfolge, aber ist egal. So, draußen ist es kälter als im Wasser. Also, los geht's. 3,4 Kilometer ungefähr. Das ist das Programm. Ja, kann man eh nicht lesen. Es hat gepisst und es ist arschkalt. Aber die Einheit war sehr gut. 7 mal 200 Meter und dann 7 mal 100 Meter. Bei den 200 dann immer 50 schnell, dann 100 schnell, 150 schnell, 200 schnell und diese Treppe zurück. Und bei den 100 Metern 25, 50, 75, 100 und die Treppe zurück. Sehr schön. Boah, jetzt unter die Dusche. Leute, geht da nicht raus, es ist eklig, es ist nass, es ist kalt. Aber die Radeinheit will trotzdem gemacht werden. Es führt kein Weg dran vorbei. Nicht jetzt gut anderthalb Wochen vor dem Triathlon, vor der Mitteldistanz im Allgäu. Aber ich werde das Ganze auf den Nachmittag verschieben und hoffe, dass das Wetter dann zumindest trocken ist von oben. So, Kaffee trinken bei meiner Schwester. Man muss ja auch mal Pause machen dürfen. Das Wetter ist übrigens wieder richtig gut geworden. Ich scheine trocken zu bleiben auf der Lauf- und Radeinheit später. Hoppala. Jetzt muss ich bis da hochlatschen. Hallo! Ich komme jetzt da mal hoch, ne? Easy wollte mir. Oh, easy wollte mir ins Gesicht spucken. Das sind Sachen. Auf solche Ideen komme ich gar nicht. Siehst du auch voll komisch aus. Das, was du in der Hand hast, sieht auch komisch aus. So. Willkommen. Stube, ne? Gestern haben alle gesagt, der Sommer ist vorbei. Man darf nicht so pessimistisch sein. Herrliches Wetter. Perfekt zum Fahrradfahren, perfekt zum Laufen. Was will man mehr? Sonnenschein, ein paar Wolken auf dem Himmel. Ja! Es sind noch 12 Tage bis zum Allgäu-Triathlon. Das heißt, so langsam sollte man sich, glaube ich, sicher sein, wie man es mit der Verpflegung macht, welches Equipment man verwendet. Deswegen die jetzige Koppeleinheit, wo ich zuerst Fahrrad fahre und dann laufen werde, mache ich in dem Outfit, was ich tragen werde, mache ich mit dem Fahrrad, was ich dann fahren werde und auch mit den Laufschuhen, die ich dann am Renntag am 21. beim Allgäu-Triathlon verwenden werde. Für mich ist es immer ganz wichtig, da schon so ein bisschen Sicherheit zu gewinnen. Schauen wir mal, wie es läuft. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es bleibt trocken. Es ist wieder ein bisschen zugezogen, aber das wird schon. Erste 18:30 Tempo der zweite da. 30. Eine Minute Pause. Ich bin das, was im Magen von nicht gewöhnt. Das Trinken auf dem Rad. Ich habe jetzt so getrunken im Wettkampf. So schön. Sehr schön, auf geht's.
So, hier gibt es jetzt die Fakten zu dem Training, was ich gerade absolviert habe. Also, es ging los mit 1 Stunde 17 Radfahren im 35-Kilometer-Schnitt. Und da habe ich eingebaut, einmal 5 Minuten etwas härter und zweimal 10 Minuten etwas härter. Dann bin ich direkt in die Laufschuhe gehüpft, habe 3x 1600 gemacht. Die ersten 1600 Meter bin ich in 5,55 gelaufen, die zweiten in 5,39 und die letzten in 5,35. Ja, ich bin damit eigentlich echt super zufrieden. Die Wade hat sich in der letzten Woche sehr positiv entwickelt. Morgen versuche ich mal einen Dauerlauf in so einem moderaten Tempo. Das schnellere Tempo geht mir mit der Wade immer ein bisschen leichter von der Hand in letzter Zeit. Aber bin ich gespannt, wie das morgen läuft. Heute habe ich festgestellt, dass ich schon über 200 Abonnements habe auf YouTube. Da möchte ich mich bedanken bei allen, die meine Videos immer wieder anschauen. Ich versuche weiter spannende und interessante Videos zu produzieren. Hoffe, ihr schaut sie euch weiterhin gerne an. Und wollte da einfach nochmal Danke sagen an euch. Und das freut mich total, dass es doch fast jeden Tag mehr werden. Ich hoffe, das geht noch weiter so eine Weile. Ich freue mich immer auf Vorschläge und Fragen von eurer Seite. Und jetzt schneide ich den Vlog.